Wie könnten sterbliche Weiber mit Unsterblichen sich an Gestalt und Schönheit vergleichen? Ich antwortete ihr, zürne mir darum nicht, ehrwürdige Göttin. Ich weiß es selber zu gut, wie sehr der klugen Penelopeia-Reiz vor deiner Gestalt und erhabenen Größe verschwindet. Denn sie ist nur sterblich und dich schmückt ewige Jugend. Aber ich wünsche dennoch und sehne mich täglich von Herzen wieder nach Hause zu gehen und zu schauen den Tag der Zurückkunft. Und verfolgt mich ein Gott im dunklen Meere, so will ich's dulden. Mein Herz im Busen ist längst zum Leiden gehärtet, denn ich habe schon vieles erlebt, vieles geduldet, Schrecken des Meers und des Krieges. So mag auch dieses geschehen.